Wir machen das aus Miami Beach. Ich bin gerade gelaufen mit dem Boardwalk entlang. Es ist mega heiß, an die 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Aber ey, wenn man in Miami ist, muss man wohl auch einmal gelaufen sein. Aber darum geht es ja heute nicht, sondern wir haben noch ein paar andere sehr geile Sachen vor. Moin Leute, heute ist unser letzter Tag Miami, wir müssen auschecken, der Koffer ist hier voll mit Süßigkeiten natürlich, ihr wisst Bescheid. Aber heute wollen wir nochmal zum Abschied einen typischen Tag in Miami machen, denn ich habe einen Kumpel, der hier in Miami lebt, und zwar der Michael, mein Teamkollege von Team GT. Und da seht ihr ihn auch schon. Good morning, man. Damit er alle unsere Sachen hier aber auch mitnehmen kann, hat er extra hier das große Auto von seiner Mutter mitgebracht. Eigentlich wäre ja was anderes. Aber das war gestern Abend, da waren wir schon mal zusammen unterwegs. Da ist er nicht auf die Party gekommen, weil er erst 19 ist. Schau mal, Leute, wer hier steht. Das ist der Michael. Wir waren gerade hier auf der Party, richtig geil. Wir sind, I even got shoes, you see? I got alcohol, I got shoes, okay, everything. You get nothing. Er ist extra hier gefahren, um mit uns zu feiern. Und ja, in den USA darfst du halt unter 21 fast nirgendwo rein. Haben wir nicht bedacht, er auch nicht. Wir stehen hier so, mal gucken, was wir noch machen. Now you guys get to see how crazy this guy drives, eh? Yes. You agree to this? Gucken wir mal, wie Michael hier fährt. So krass, Leute, dass man hier so ein 500 PS Auto fahren kann in Amerika als 19-Jähriger, aber man darf nicht auf eine Party gehen. Oh, I see a cop behind me already. Oh no, dude, I thought... Michael, what's happening? I bring you for 1 minute and I almost get pulled over. What is this? How many times did you get pulled over? Zero. Zero, so this would have been my first. You never got pulled over? Nope. No, wow. Sir. Clean record, not even a parking ticket. Und das Gerät hier hat Michael, damit... So, if we have a cop and he has his radar on, like, to check our speed, we'll see it. And we'll probably catch it before he catches us, so we'll just slow down before that. Hopefully it'll work today. Also mit dem Ding merkt er, wenn die Polizei seine Geschwindigkeit messen will und kann sozusagen rechtzeitig langsamer werden. Weil die haben in den USA eigentlich nicht so Blitzer, sondern immer die Polizei misst das. Ja, damit ist yours on. Michael hat uns gesagt, dass seine Hinterreifen, your rear tires, always get worn so... I don't know why, I really don't. We're just starting the trip, you gotta ease into it. Alright. This is a closed circuit. Yeah, this professional drivers. We're in Homestead Speedway right now, it looks pretty big. But yeah, it's just the camera playing mind tricks on you, let me tell you. So with the bridge, you know there's no police, or? Oh no, there's cops here. Ich meine, das ist halt eine deutsche Autobahn gerade einfach. So, we're doing 165 kilometers an hour. Or 94 miles an hour. Easy, yeah. Easy German speed. Yeah. It's a German car. It's you drove for the German series. It's Germany. It's Munich. Beautiful. See, this is the part I don't like because sometimes they hide here. Yeah. But once we get over this next bridge, we should be in the clear. We should be. We should be. Okay, there's 60% chance we're in the clear. And I'm willing to take those chances. Good skill, good skill, I have to say. Thank you. Tim wurde hier schon versorgt mit einem Tuch, damit ihm jetzt nichts passiert. Gas für unser Fleisch. Ich verstehe langsam, warum Michael wollte, dass wir hinkommen. I told you. Ja. Das ist ein mega gutes Fleisch. Geil, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Und so sieht Downtown Miami bei Tag aus mit Michael und seinem Driver wieder. Yes. You're like the school bus driver now. Yes, very slow, have my kids in the back, gotta drive them safe. Miami besteht eben zum einen aus South Beach, wo unser Hotel war, und eben Downtown. Also das sind so die beiden Hauptinnenstadtteile praktisch. In Europa haben wir immer so Innenstädte, in den USA ist ja eh alles immer ein bisschen anders. Aber die sind durch Wasser getrennt voneinander und da gehen halt große Brücken drüber und sind fast wie zwei eigene Städte. But today we're driving out of the city. Oh, we're going to the middle of nowhere. Middle of straight nowhere. Straight into the Everglades, where it's just straight grass and alligators. That's it. The whole area that's like protected with all the wildlife. Yeah. So you're gonna see like wild alligators, maybe flamingos, everything. Also Florida ist eigentlich so ein riesen Sumpfgebiet. So most of this is all swamps, but like people built here. But like if you go out, then it's still only swamps. Yeah, that's exactly how it is. And traffic. This is Miami traffic always. Yes, exactly like this. It's like LA, but worse. And hotter.
Yes, exactly. Deswegen ist es gut, wenn man hier im Auto sitzt, Leute, mit Klimaanlage, aber gleich geht es dann eben raus in den Sumpf und da wird man die Hitze wahrscheinlich wieder ganz gut spüren. Und das ist so ein Airboard, Leute, mit so einem Ding werden wir fahren. Das ist ein dicker amerikanischer V8-Motor ist da drin, nur dass der nicht an irgendwelche Reifen seine Power abgibt, sondern schaut hier, geht direkt da hinten raus, einfach an einen riesigen Propeller. Also die haben hier schön drehen und das macht die ganze Power, die so ein Ding dann hier mit einem Metallboden. Ich dachte, es ist irgendwie so ein Luftkissen oder sowas, aber nee, ist einfach Metallboden. Aber der schießt sich dann damit hier rüber übers Wasser, rüber übers Gras, über alles. Unter dir wahrscheinlich Alligatoren. Oh shit, Alter, guck dir mal an, wie das hier wackelt. Yo, yo, yo. Wir haben gerade schon wilde Alligatoren auf der Fahrt gesehen. Wir jetzt mal gucken auf der Fahrt. Könnte lustig werden. Oh Leute, jetzt geht's los und es wird auch richtig laut mit dem Propeller. Deswegen haben wir hier schön hier Ohrenspitze auch noch auf. Ich höre einfach Warum hast du was? Wir haben es nicht. Ihr habt nichts. Nö. Ja, dann habt ihr halt Pech gehabt, ne? Los geht's! Die ganze Zeit ist. Also man, normalerweise im Boot hast du immer die Wellen, die du spürst, aber hier gleicht es einfach nur rüber und das Boot vibriert die ganze Zeit so ein bisschen, das spürst du halt. Aber krass. Also wie wir gerade gehört haben, sind die Everglades eigentlich auch ein extrem breiter Fluss, der ganz, ganz langsam nur fließt und der eben nicht nur aus Wasser besteht, sondern eben auch aus sehr, sehr viel Gras auf dem Wasser. Aber mit so einem Boot kann man rüberfahren und ein paar kleine Inseln wie die hier gibt es. Also einfach hier mitten im Everglades Nationalpark eine kleine Insel. Ich meine gerade, hier sind überall Alligatoren, ne? Yeah, yeah, here auch. Guys, this hammock we're on is called the Duck Club. The Duck Club was started back in the late 1940s, finished in the early 1950s by a group of gentlemen that loved duck hunting so much, they wanted to have a place to stay out here. So they had the cabin built. Nice, da hat sich jemand ordentlich eingerichtet. Das ist so ein Jagdhaus hier gewesen von Leuten, die gerne zum Jagen rausgekommen sind in die Everglades und sich schon ein Haus gebaut haben. Wird nicht mehr benutzt, wie man sehen kann, aber die haben halt hier mitten im Nationalpark ein Haus reingebaut. Und früher waren diese kleinen Inseln eben die Wohnorte von Native Americans, die hier gelebt haben auf der Insel und wenn irgendwann hier alles aufgebraucht war, Nahrung und so weiter, sind sie weitergezogen zu einer nächsten Insel. Sehr interessant, wusste ich alles auch nicht. Also dass hier wirklich in den Everglades, mitten halt Alligatoren halt die Menschen wirklich gelebt haben. Hier, kleiner Gecko läuft da oben auch noch mal links. Bisschen heiß für Kathi, ne? Ja. Nicht nur für Kathi. Wenn es nicht so heiß wäre, wäre es voll die geile Shooting-Location. Nur, dass wir immer Angst haben, es kann hier wirklich jederzeit ein Alligator einfach reinlaufen. Das ist kein Witz, die sind einfach hier. Die jagen halt normalerweise keine Menschen, aber wenn sie schon viel Hunger haben, könnte es schon sein. Gott sei Dank, unsere Guides sind immer bewaffnet, also alles gut. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Das war eine Tour, ey. Das hat mega viel Spaß gemacht. Thanks, Michael, for getting us here. Oh, no problem. That was a lot of fun. It's hot. It's hot. Yeah. Wir haben uns alle davor extra eingecremt, Leute. Eine Stunde waren wir jetzt draußen. Ich werde trotzdem Sonnenbrand bekommen. Haben sowas von. Thank you. Aber sowohl einfach nur das Längsrasen hier driften, ne? Das Boot kann immer so quer, schräg einfach rüberfahren. Und du denkst ja, hier ist ja Land, aber nee. Auch über das Gras fliegt man einfach drüber. Und dann sieht man eben auch die Alligatoren so auf einmal. Der war schon krass, ne? Schon krass. Vor allem direkt neben dir. Und du weißt, er könnte direkt auf dein Boot springen. Eben, so als Deutscher hast du halt so, du kennst eigentlich nicht, dass irgendwo Tiere sind, die dir richtig gefährlich werden können, ne? Aber ist ja wie ein Löwe nur im Wasser. Ja. So, ne? Du weißt doch, wenn der will, der kann einfach dich aufs Boot raufkommen und dich fertig machen. Schon krass so zu sehen, aber eigentlich halt, wenn sie gerade nicht auf Jagd sind, sind das sehr friedliche Tiere, die ganz entspannt da so längs gehen. Ja, war auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen. So, Michael, what's your routine to getting some lunch? What do you want to get? What time is it? 12:37. I don't know. As a local, what to get now? You haven't tried Chick-fil-A yet. No, that we didn't. That seems like a one-stop shop. So Chick-fil-A. Chick-fil-A it is, then. I think it's Chick-fil-A. Ganz schöne Schlange, quite a line. Yeah, it goes around everywhere. I've never seen it like this. This is the worst now. This is bad. I can't park anywhere. Such a big spot. Look how much space here is. That's two spaces. I'm good at racing cars, not parking in them, okay? Also schon die Drive-Thru-Warteschlange geht einmal hier ums ganze Gebäude rum, kommt hier wieder an. Auch mit einer Corvette holt man sich hier ganz schnell oder ein bisschen was zu essen. Aber wir gehen mal eben rein. So, what should we get? What's the best food here? Number 3, 12 count of nuggets.
with fries. Is it better than like Five Guys fries? Oh yeah, hands down. Best fries in the planet. Number 3 12 count. I also have number 3. Also have the 3. For me, number 3 as well. Hey, ich hab da los Eisen, los Eisen! Oh my, so good. So, das ist die Nachbarschaft, in der Michael wohnt. Mediterranean. Yes. So, it's perfect because you're from Morocco. Yeah. So, makes sense. On the money, you got it right, yes, sir. You're already having the snowman out. Dude, Christmas has already started. So, that's your place. Yes, it's my house. Yes, nice. Fuck. Hello. Oh, what? Das ist doch mal was, oder? Das ist das Geile an Florida, Leute. Da hat man so einen Pool dann draußen. Einfach noch mal draußen eine Küche hier am Start. Und viele Häuser haben eben direkten Zugang zu so einem Kanal. Da kannst du ein Boot anlegen. Geil. Das ist schon echt geil. Kann man sich dran gewöhnen, ja, ne? Michael, now I know where you live in Miami. Why? That's nice here. Thank you. Ja, müssen wir einfach gucken, wie Michael hier, was er für ein Simulator hat. Ja, show us. What the fuck, Michael? What is this? Holy shit. Wie viele Monitore sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I count 7. But yeah, 7 monitors in here. The simulator is upstairs as well. What a setup. And then always going wild. I can change it whatever I want. It goes with the music and everything. Schau ich den PC an hier komplett im Glaskasten. Das ist nicht mal im Glaskasten, das ist einfach offen hier. Are you doing Let's Plays now, streaming or what? I could. Man, I could. Have a seat. Ich könnte hier einfach nach Miami kommen. Hab hier ein Setup direkt, Leute. Hallo, meine Jungs, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Yo, Alter. Man, you have a much nicer setup than I have. Thank you. It's a lot nicer. Mike wird auch noch YouTuber, Leute, oder Streamer. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Also, kleine Chick-fil-A Review kommt jetzt hier. Das sind die kleinen Nuggets. 12 pieces are how much? 4 bucks, 3 bucks. Also, eine Box kostet ungefähr 4 Dollar. Dann hier so eine Süß-Sauersoße. Really good. Mm-hmm. Wie schmeckt ihr? Das sind auf jeden Fall die besten Nuggets, die ich gegessen habe. Kann ich auch kommen? Die Pommes hier, war schon ganz gut, aber die Nuggets hier auf jeden Fall, sind schon richtig geil. A one of a kind Mickey. Where did you get that? Orlando. That's cool. My oh, big, yeah. My big ones. Nice. What's the best one, you'd say? This one, the formula that ran out. ADAC GT4, ja. Die habe ich auch bei mir zu Hause. Aber das hier ist natürlich das hier, der erste Platz gewesen in der Formula Renault Northern European Cup. 2017 was it, right? Yeah. Yeah. Formula Renault, that must have been nice. That was nice. Very nice. The setup. It's where the magic. Damn, that's a nice one. Nice, nice wheel. Ich soll auch noch so einen zugeschickt bekommen von Fanatec, aber noch habe ich es nicht. Aber das ist mega ein geiles Lenkrad hier. Alter, riesige Buttonbox hier mit ganz vielen Knöpfen. Zack, kannst du hier alles verstellen. Oh. And then, why? Warum? So ein Pappaufsteller von sich selbst. Das ist sowas, was Revi sich hinstellen würde. The only thing that's good for is putting in somebody else's bathroom to scare them in the middle of the night. I'm just standing there. But yeah, basically. Nice. Now we gotta go to the airport. Yes, now we really gotta go. Come on, come on. Oh Gott! Sind wir ein Flugloch bekommen, ne? Go, wir sind spät. Los, links, rechts, rechts, rechts. Hier. Oh, das Problem ist, Felix, ja, das Problem ist, unser Flug wurde gecancelt von der Lufthansa, weil da schreiken die Flugbegleiter mal wieder. Und deswegen fliegen wir jetzt mit der Swiss über Zürich erst. Aber ehrlich gesagt freue ich mich voll, weil ich mag es immer mit verschiedenen Fluggesellschaften zu fliegen. Um mal zu gucken, wie die Schweiz das so machen. Ob das auch da vielleicht ganz nette Sitze sein werden. Schweizer sind gleich auch immer pünktlich, nämlich zuverlässig. Ich bin nur gefragt, ob das Fensterseite ist. Also 14k sollte hier sein, ne? Gesnackt. 14, guck hier, 14k, also eigentlich... Einmal muss auch Chef seinen Vorteil haben. 14k ist, glaube ich, eindeutig ich. Also 14G, aber man kann es auch als K lesen. Guck mal, G und K, also dasselbe, oder? Einmal Fenster, dafür filme ich euch auch hier den Start. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in the-
also kurze Swiss Business Class Review. Ich muss sagen, ziemlich gut. Also gerade das Essen ist mega, mega geil. Ist alles ein bisschen in die Jahre gekommen, ein bisschen enger als jetzt bei Lufthansa zum Beispiel. Aber ich finde das Design cool auf jeden Fall. So ein bisschen schweizerisch alles angehaucht. Also kann man gut machen. Kati schläft da unten auch schon. Tim ist glaube ich auch zufrieden. Alles gut da drüben? Ach, hat er sich jetzt auch, jetzt hat er sich auch Wein gegönnt. Cheers, ja, ja. Prost, ne? Prost, hier, ja. Ne? Gehen wir uns jetzt nochmal hier ein bisschen auf den Rückflug. Nachher dann umsteigen in Zürich, zurück nach Düsseldorf und dann nach Köln. Von dort aus sehen wir uns dann auch mit dem nächsten Vlog wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Falls ihr habt, dann die Glocke nichts verpassen. Ja, das war's für heute. Macht's gut. Ciao. Ciao.